Alles, was wir in der Natur wahrnehmen, was wir mit unseren Sinnen erkennen können, fühlen, hören, schauen, sehen, sind Formen, sind Farben, ist Bewegung. Es ist etwas Symbolisches. Wir können gar nicht unbedingt hinter diese Dinge, hinter diese Formen gucken. Wir können uns auch schwer etwas ohne Form vorstellen. Wir Menschen sind ja selber auch Form und Farbe. Wir können zum Beispiel uns auch nicht einfach nichts vorstellen. Wenn ich sage, stell dir mal nichts vor, dann wirst du dir trotzdem irgendetwas vorstellen. Wir können nicht uns nichts, das Nichts vorstellen. Also wenn ich mir nichts vorstellen soll, dann stelle ich mir zum Beispiel einen schwarzen Raum vor oder das Universum. Das ist aber nicht nichts, es ist bereits eine Form. Also unser Denken, unser Gehirn ist nicht in der Lage, beziehungsweise unsere Sinne, sich wirklich etwas außerhalb von Formen und Farben vorzustellen. Alles, selbst Beschwerden, bekommt eine Form. Wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen, dann ist es nicht einfach nur dieses Wort, das ich vor mir sehe, sondern ich assoziiere irgendetwas damit. Eine Form, eine Farbe, ein Symbol oder vielleicht auch ein Gefühl. Die Wirklichkeit ist ja nicht so. Im Prinzip ist alles, was wir hier wahrnehmen in der Natur, an Ereignissen, an Menschen, an Tieren, alles, was existiert, Energie und Schwingungsfrequenzen. Es gibt Menschen, die können diese Energie wahrnehmen. Inzwischen gibt es immer mehr diese Frequenz, diese reine Schwingung. Und es ist im Prinzip ein Quantenfeld der Möglichkeiten, mit dem wir hier arbeiten. Aber unsere Sinne können das nicht und wir unterliegen unserem Denken und unseren Sinnen. Die gute Nachricht bei diesem ist, dass wir Formen, Farben, Symbole und all diese Bilderwelten wunderbar als Heilimpulse nutzen können. Wir können Farben verwenden, um zu heilen. Wir können Symbole benutzen, um zu heilen. Wir können ganze Zahlen benutzen und auch andere Frequenzen, zum Beispiel Töne, Gesänge, Laute, benutzen, um zu heilen. In dem Kartenset und Buch Heilen mit Seelencode sind genau diese Formen, Farben, Symbole und Zahlen und auch Töne vereint. Und wir können aus all diesen Heilimpulsen Heilbilder gestalten. Und das auf ganz einfache Art und Weise. Ich persönlich teste aus mit der Einhandroute. Ich könnte das auch mit dem Pendel machen. Ihr könnt es mit dem kinesiologischen Armtest, Muskeltest herausfinden, welche Heilsymbole, Farben, Töne, Formen ich benötige für das jeweilige Anliegen. Nehmen wir mal an, das ist ein Mensch, der ist jetzt nicht wunderbar super gezeichnet, also in Kunst war noch nie so meine Sache. Aber es gilt, ihr könnt ganz einfach mit Skizzen arbeiten und euch austesten oder mit Hilfe von einer Testscheibe, die im Buch beiliegt, euch erstmal austesten im äußeren Rand, wie viele Zahlen brauche ich. Ihr könnt es zum Beispiel entweder mit der Route, Tänzer oder Pendel austesten oder ganz einfach intuitiv arbeiten und vertrauen, dass schon das Richtige rauskommt. Okay, ich gehe mal mit meinem Finger, ich mache es jetzt mal intuitiv. Okay, ich brauche 3 Zahlen. Aus dem Stapel mit den Zahlen ziehe ich jetzt 3 Zahlen heraus und gebe die aufs Heilbild. Ich habe jetzt hier die 3 herausgezogen und die 5 intuitiv herausgezogen und die 4. Und dann könnte ich jetzt testen, wohin auf dieses Bild sollen diese 3 Zahlen hingepinnt werden. Ja? Wohin kommt die 4? Zum Beispiel, hier sagt die Route ja, also aufs Halschakra. Ich nehme von hinten einen Magneten und mache das einfach so hin. Du könntest auch diese Zahl einfach aufmalen. Du brauchst nicht unbedingt Karten, das sind einfache Symbole. Du kannst sie auch aufmalen. Wo soll als zweites die Zahl 5 hin? Guck mal wieder, wo die Route sagt, aha, hier. Hier kommt die 5 hin. So. Und dann hätten wir noch die 3 gehabt. Und wo kommt die 3 hin?
Okay, hier unten. So. Okay. Das ist mal die Nummer 1. Es gibt ja nicht nur ganze Zahlen in diesem Kartenset, Heilen mit Seelencodes, sondern es gibt auch Worte. Worte, und zwar positive Worte, die eine positive Information und Schwingung als Heilimpuls in den Organismus hineinbringen. Nehmen wir mal an, du hättest das Wort Licht gezogen, ja? Licht. Jetzt kann ich einfach diese Karte wieder mit dazugeben oder ich könnte auch Licht hineinschreiben. Ich bekomme heraus, wo soll ich das hintun, dieses Licht? Und habe zum Beispiel herausbekommen mit Route, Pendel oder Armtest. Oder ich mache es einfach intuitiv. Ich gebe jetzt mal hier oben Licht hinein in diesen Organismus als Heilimpuls. Okay, dann gucke ich mal, ob es eine Farbe braucht. Also es gibt ja auch extra Farbtherapie, die wir benutzen können. Du kannst es aber auch in Form von einer Farbkarte einfach machen oder von der Vorstellung, es geht eine Farbe hinein. Welche Farbe brauche ich? Für diesen Fall, Purpur. Und gebe auch diese Farbe hier in den Organismus hinein. Teste die Stelle, wo die Farbe hin soll. Nehmen wir mal an, in den Herzbereich. Bei Purpur geht es um Wertschätzung und Dankbarkeit zum Beispiel. Okay. Die letzte sind bestimmte Heilsymbole, die ich hier verwende. Kannst du auch ziehen oder austesten. Ja, es kann eins oder mehrere sein. Ich mache es für dieses Fallbeispiel einfach jetzt nochmal eins. Ein Symbol, die Richtung, die Integration der Elemente. Was es bedeutet, ist im zugehörigen Buch oder im Booklet, im Kartenset auch beschrieben. Kannst du jederzeit nachlesen. Das ist aber jetzt für diese Heilarbeit nicht so wichtig. Und nehmen wir mal an, das soll jetzt hier hin. Gut. Am Schluss teste ich aus mit der Einhandroute, ob das Bild schon fertig ist. Das ist jetzt zum Beispiel mein Ja. Ja, es sind alle Heilimpulse drin, die benötigt werden. Und all diese Symbole, Farben, Zahlen und was immer hier mit ins Heilbild rein konstruiert wurde, gibt eine bestmögliche Gesamtheilinformation. Möglich ist auch noch, dass du aus diesem Kartenset einen Ton ausgewählt hast. Zum Beispiel das Om, das ist der Ton der Welt. Damit verbinden wir uns mit der ganzen Welt. Und auch diese Frequenz möchte dann noch in dieses Bild hinein verankert werden. Töne sind Töne, die müssen wir nicht malen, sondern am Schluss singe ich diesen Ton in das Bild hinein und stelle mir vor, wie die Frequenz dieses Lautes, dieses Tones da hinein schwingt und alles durchdringt. Ja? Also ich kann hineintönen einfach das Om. Ja? Einmal, zweimal, um dieses Bild zu aktivieren, dieses Heilbild, um es richtig fertig zu machen. Okay, dann habe ich ein wunderbares Heilmittel erstellt aus all diesen verschiedenen Frequenzen und muss zum Schluss noch fragen, was tue ich denn jetzt damit? Eine Möglichkeit, eine wunderschöne Möglichkeit ist einfach, dieses Bild, wenn es jetzt hier um mich selber geht zum Beispiel, angenommen ich hätte dieses Heilbild für mich selber erstellt, dann nehme ich dieses ganze Paket und speichere das einfach in mein Herz hinein. Das ist die zentrale Stelle, wo Informationen hineinkommen, Heilimpulse, die sich dann in den ganzen Körper und in mein feinstoffliches Aurafeld verteilen dürfen. Und dann darf einfach die Heilung geschehen.